Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich echt sehr. Ihr wisst ja Bescheid, kleiner Support an mich, wäre mega schön von euch. Bitte lasst lieben gern ein Abo da und vergesst auch nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Ihr wisst ja, wie es geht. Und könnt auch gerne mal Kommentare unter meinen Videos da lassen, würde mich echt freuen. So, haben wir das geklärt. Sehr schön. Aber heute gibt es mal ein anderes Video. Heute gibt es ein Kochvideo. Dafür bin ich nicht zuständig. Das macht mein lieber Kollege Jonas, der Koch. Also, direkt zum Jonas. Jonas? Ja, vielen lieben Dank, lieber Jonas. Ja genau, wir machen heute eine Süßkartoffel-Linsensuppe. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sie essen darf. Und die Zutaten werden natürlich unten in der Videobeschreibung eingeblendet und auch im Video, dass ihr sie direkt nachkochen könnt. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Wir brauchen Karotten. Eine Karotte brauchen wir. Ich habe eine gelbe Kartoffel genommen und zwei Süßkartoffeln werden normalerweise für vier bis fünf Portionen so eine Schüssel. Seht ihr dann, wenn es fertig ist. Dann ist Knoblauch, zwei Knoblauchzehen. Wir brauchen Linsen, 100 Gramm Linsen, gewaschen, sind schon gewaschen und eingeweicht. Zwiebeln, rote Zwiebeln oder weiße Zwiebeln, ist egal. Ich habe eine Zwiebel genommen. Wir eine 1 bis 2 Kokosnussmilch, verschiedene andere Zutaten wie Kreuzkümmel, Masala, Gewürz, Ketchup bisschen, Limettensaft, Koriander und Limetten geviertelt. Und natürlich zwei Gemüsebrühwürfel. Also, lasst uns gleich losstarten. So, wir braten jetzt alles an. Brauchen wir jetzt natürlich Olivenöl. So. Und einschalten. Erhitzen lassen, ihr wisst ja, wie es geht. Geben wir alles in die Schüssel. Sehr schön. Das wird jetzt angebrannt. Nebenbei machen wir das Wasser fertig für die Gemüsebrühe. So, jetzt geben wir mal die Linsen rein und jetzt die Zwiebeln. Das ist eine Zwiebel, reicht völlig. So. Bisschen Öl. Ein
So Leute, es ist jetzt schön angebraten. Jetzt nehmen wir die Gemüsebrühe und schütten es einfach darüber. Das sind auch so 400 Gramm Wasser gewesen. So, jetzt durchgaren. Dauert auch wieder, also die Süßkartoffel ist schon, das Rezept ist schon sehr, dauert schon lange, so circa eine halbe Stunde. Deswegen fühle mich jetzt nicht komplett. So, jetzt ungefähr circa auch noch 20 Minuten lang köcheln lassen. So, fertig. Jetzt kommt alles in eine Schüssel. Oh. So. So. Ja, vielen lieben Dank, Jonas, für die super mega geile Suppe. Hat echt gut geschmeckt. Hast gut gemacht, sehr gut.
Also, willkommen wieder zurück bei mir. Ich verabschiede mich jetzt. Jonas ist kurz weg gewesen, keine Ahnung, kurze Störung. Kann man jetzt nichts machen. Egal, ich verabschiede mich jetzt und versucht unbedingt mal die mega gute Suppe. Kocht sie nach, genießt sie. Ein Traum. Also, ich wünsche euch noch eine schöne, gute Nacht von beiden Seiten her, vom Koch und von mir. Also, ciao!